Anja Time. Buongiorno zur dritten Ausgabe im Sommerspezial. Ist jetzt schon wieder eine Weile her, seit der letzten Ausgabe, aber ich bemühe mich weiterhin. Heute möchte ich über User Experience sprechen. Ich hatte nämlich eine Erfahrung der besonderen Art vor einiger Zeit und davon möchte ich euch jetzt berichten. Warum beschäftige ich mich mit User Experience? Das ist schon lange, seit vielen Jahren ist das ein Thema von mir. Und ich habe das auch verarbeitet in meiner Diss zum Überflow. Und zwar ging es darum, wie designt man eigentlich kundenzentrierte Anwendungen, kundenzentrierte Erlebnisse. Und zwar nicht so sehr aus Sicht der Designerin, sondern unter einem persönlichen Gesichtspunkt. Also wie kann ich mir eine auf mich selbst zugeschnittene, wenn ich mich selber als Kunden sehe, meiner eigens geschaffenen persönlichen Lernumgebung, wie kann ich das für mich optimieren, sodass ich da die beste Erfahrung mache und die beste Experience rausziehe? Das war meine Frage während der Dissertation, deshalb habe ich mich damit intensiv beschäftigt. Hatte auch vorher schon die Aufträge zu Usability, von daher war das Thema naheliegend bei mir. Und ganz kurz zur Geschichte der User Experience, das ist von Don Norman war damals Usability-Chef bei Apple und 1993 hat er sich eigenmächtig zum User Experience Designer bei Apple ernannt und daraufhin explodierten die neuen Berufsbezeichnungen. Auf einmal war jeder UX-Designer, um an diesem Coolness-Faktor von Apple dann im Grunde anzudocken. User Experience im Gegensatz zum alten Usability-Begriff, nur mal ganz kurz und kleinen Exkurs. Usability, da ging es immer darum, mit Tests zu verifizieren oder zu falsifizieren, ob sich bestimmte Interaktionen, Webseiten zum Beispiel, ob sie eher fehlerlastig sind oder von den Usern nicht so genutzt werden, wie es von seitens des Designers und Entwicklers gedacht ist. Und wie man da diese Fehleranfälligkeit ein bisschen reduzieren kann. Deshalb wurden diese Tests gemacht. User Experience ging dann einen Schritt weiter und man dachte halt wirklich vom Kunden her. Also das, was heute total in ist, dass man immer irgendwie versucht, personenzentriert am Kunden entlang zu designen und zu entwickeln, kommt da aus dieser Schiene. Und es ging im Grunde darum, Erfahrungswelten zu schaffen, also dem Menschen entgegenzukommen, weil man weiß natürlich, dass ein Designer kann jetzt nicht die Experience einer individuellen Person gestalten, sondern da gehört natürlich die Person auch dazu. Die muss ein Interesse haben an dem Thema, die muss Emotionen empfinden dabei, sie muss ein bestimmtes Umfeld haben und so weiter und so fort. Also jetzt bezogen zum Beispiel auf das Video, macht es einen totalen Unterschied, ob ihr jetzt hier gerade, was weiß ich, in der U-Bahn sitzt oder dieses Ding hier im Flixbus schaut oder wo auch immer in der Hängematte, je nachdem wird es irgendwas anderes mit euch veranstalten oder vielleicht schaltet ihr jetzt auch schon ab oder vielleicht habt ihr auch Lust, hier an dieser Umfrage teilzunehmen und mir zu erzählen, ob ihr eher so Konsumenten seid, die eher gerne mal so ein paar Minuten ohne Interaktion sich sowas anschauen oder ob ihr lieber gerne mal gefragt werdet, wie ihr irgendwas empfindet. Also klickt da mal drauf, bitte. Ich bin auch mal eine Sekunde ruhig. Und dann spreche ich über das, was ich eigentlich sprechen wollte, nämlich über meine Erfahrung. Das war im Mai, da gab es hier einen Streik in Berlin, BVG, und ich musste zum Bahnhof. Und ich hatte mir überlegt, okay, das nehme ich jetzt endlich mal zum Anlass, um mir diese ganzen Sharing-Fahrrad-Apps runterzuladen auf mein Smartphone und damit mal zu beginnen, irgendwie zu interagieren, ob das was ist. Und der Vorteil war natürlich, dass ich nicht mit dem Fahrrad jetzt zum Bahnhof fahren musste und das da stehen lassen wollte, sondern dass ich halt One-Way im Grunde dahin komme. Hätte auch ein Taxi nehmen können natürlich, aber ich wollte ja das mal ausprobieren. Hatte ich im letzten Jahr schon mal vor, war aber zu faul, diese Apps zu installieren. Wusste nicht irgendwie, wie kompliziert und komplex es ist und habe mir nie die Zeit genommen. So, jetzt habe ich also angefangen und dann dachte ich, okay, welche Apps willst du haben? Die dominantesten Fahrräder hier in Berlin sind die Mobikes, die orangenen Fahrräder, die stehen hier überall rum.
Und dann dachte ich, okay, die App willst du haben. Die habe ich im letzten Jahr auch noch nicht installiert, weil ich dachte, das hängt irgendwie mit dem chinesischen Scoring-System zusammen. Aber durch unseren China 4.0-MOOC wusste ich ja jetzt, dass das nicht direkt miteinander gekoppelt ist. Und deshalb konnte ich das jetzt auch guten Gewissens installieren. Hab das auch gemacht und ihr seht das hier, wie der Installationsprozess verlief. Also alles ganz easy, schnell erledigt und damit war ich dann fähig zu fahren. Dann habe ich gedacht, okay, machst du das, sind die nächsten auch noch, die hier rumstehen. Das war Lime, die Elektrofahrräder, auch diese Experience wollte ich machen, Elektrofahrrad zu fahren mit so einem Sharing-Fahrrad. Und dann habe ich mir das auch downgeloadet und installiert. Bitte. Voilà. Auch das ging noch schneller als Mobike. Also ganz schneller, easier Prozess. Dann dachte ich, okay, was hier auch noch irgendwie oft hier rumstellt, sind die Nextbikes. Holst du dir so ein Nextbike, installierst dir das. Und bitte sehr, hab auch dieses mir in sehr einfachen Schritten mit bis hin zur Bezahlung alles schnell erledigt. Ging alles easy. Dann habe ich Uber, auch dort diese Fahrräder. Die Elektrofahrräder, von denen alle so sprachen, die sollten ja bald herauskommen. Und dann dachte ich, machst du das bei der Gelegenheit auch. Und installierst das mal hier auf diesem Smartphone. Und auch das irgendwie rasend schnell. Und zum guter Letzt dachte ich, okay, dann machst du auch noch diese deutsche App, das Lidl Bike. Naja, und bitte, hier habt ihr das Ergebnis. Es ist wieder so ein typisch deutsches Phänomen, also 1000 Eingabeflächen. Ihr kennt bestimmt diese Karikatur von Apple und Google und dem Benutzerprofil in eurem Unternehmen. Und genau das war diese Erfahrung. Und ich hab's, bis heute habe ich keinen Account da, weil ich A, nicht weiß, welchen Tarif ich wählen soll, welcher für mich der beste ist, B, nicht weiß, warum ich überhaupt eine Jahresgebühr zahlen soll, wenn ich das Ding nie fahre. Und drittens, mir diese ganzen Formulare, was brauchen die all diese Informationen von mir? Ich verstehe es nicht. Naja, also, wie ihr seht, das ist Usability, das ist User Experience vom Kunden her gedacht. Der Kunde steht irgendwo, also bei allen anderen hätte ich das im Grunde by the way irgendwie on the road, auf der Straße erledigen können. Ich hätte das gerade runterladen und wäre direkt einsatzfähig gewesen, bei Lidl Bike auf gar keinen Fall. Und ja, auch so, da habe ich ja in Ruhe gesessen, auch da hatte ich keine Lust drauf. Also wenn man will, dass Menschen die Sachen nutzen, die man anbietet, und wenn man will vor allen Dingen, dass Menschen sharen und gemeinsam nachhaltige Konzepte fahren, dann sollte man sich vielleicht bemühen, dem Nutzer auch entgegenzukommen und das einfach zu gestalten. Das war meine Message für heute, kurz gehalten, und ich hoffe, es geht euch allen gut. Macht's gut, bis dahin, bye bye, ciao.